Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ich habe ein neues Thema für dieses Video. Ich muss zwar einige Videos gerade vorproduzieren, denn ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Dortmund oder vielleicht sogar auch schon wieder zurück. Aber Leute, ich habe eine neue Sache gefunden in Fortnite, die euch definitiv interessieren könnte und es handelt sich um ein neues Fahrzeug. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, lasst ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code im Gegenstandshop angeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Dann würde ich jetzt auch mal sagen, steigen wir direkt ein ins Video. Viel Spaß! Ja, ihr habt eben wirklich schon richtig gehört, es soll ein neues Fahrzeug kommen in Fortnite oder zumindest ein neues Item. Ich denke, es wird ein neues Fahrzeug kommen und wie ich darauf komme, das erkläre ich euch mal sofort. Ihr wisst es ja, Leute, in Fortnite werden die ganzen Wochenherausforderungen vorher immer schon geleakt. Ja, die Sachen findet man vorher schon raus, denn beim Update kommt immer die Herausforderung für die nächste Woche online und in den Herausforderungen steht einiges so drin. Ihr wisst es, ich mache mal einen Tag bevor die Herausforderungen kommen ein Video dazu und leake das Ganze, aber ich habe etwas sehr, sehr Interessantes gefunden, denn bei der Nummer 5 von den Herausforderungen steht Use the Baller in different matches. Und tatsächlich gibt es keinen Baller in Fortnite. Also ich kenne nichts, was Baller heißt in Fortnite. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Krasses, denn es handelt sich hierbei wahrscheinlich um ein neues Fahrzeug. Ich habe zwar nichts dazu rausgefunden, also ich konnte jetzt nicht kein Fahrzeug finden. Hier wurde mir halt Dinge von GTA oder so vorgeschlagen. Kennt ihr ja, wenn man danach googelt, kommt da so ein Jeep Baller aus GTA. Mehr habe ich aber tatsächlich nicht gefunden. Ich wüsste nicht, was für ein Fahrzeug das sein wird, aber wir wissen ja, Epic Games hat ja mal seine eigenen Begriffe für irgendwelche Fahrzeuge, wie zum Beispiel die Quad Ram, keine Ahnung, viele, viele andere Sachen, X4 Stormwing und so. Die Namen gibt es ja an sich nicht. Die hat ja Epic Games erfunden und ich glaube, hierbei handelt es sich auch um ein Fahrzeug, was Epic Games sich sozusagen erfunden hat. Man muss es nämlich einmal benutzen oder dreimal benutzen in verschiedenen Matches, also pro Match einmal. Und ja, use the baller in different matches. Ich dachte vielleicht erstmal, es ist die Kanone vielleicht, ist es aber tatsächlich nicht. Also es ist nicht die neue Kanone, die wir in Fortnite haben. Und deswegen stellt sich jetzt natürlich mir die Frage, was für ein Fahrzeug wird Epic Games hier hinzufügen. Ich meine, die neuen Herausforderungen kommen ja nächste Woche Donnerstag und dann muss Epic Games sozusagen das neue Update schon am Sonntag ankündigen, denn das neue Update kommt ja am Dienstag und sonntags wird dann meistens immer das neue Fahrzeug, neuer Gegenstand, neue Waffe oder sonst irgendwas immer vorgeteased. Also ich bin mega gespannt, wenn ihr wissen wollt, was es wird, dann schaltet definitiv am Sonntag ein, denn am Sonntag werde ich das Video nochmal hochladen, da wird Epic Games wahrscheinlich einen neuen Teaser hochladen und das ganze Update gibt es dann Dienstag auf meinem Kanal. Um die Herausforderungen dann tatsächlich zu machen, kommt Donnerstag ein Video, also wie gesagt, ich habe richtigen Uploadplan, wann ich was mache. Und wenn ihr nichts mehr in der Zukunft verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Abo, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite und wenn ihr mich kostenlos unterstützen möchtet, dann gerne mit dem Creator-Code METE-8. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das war's für das Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.